Vom Rhein-Pfalz-Kreis gehen wir etwas südlicher in den Kreis Germersheim. Bei den dortigen Landratswahlen hat sich Martin Brandl durchgesetzt. Der CDU-Politiker folgt damit auf Fritz Prechtl, der sein Amt nach 23 Jahren zur Verfügung gestellt hat. Voraussichtlich zum 1. Dezember wird Brandl dann sein neues Amt als Landrat antreten. Der 42-Jährige setzte sich gegen 5 Mitbewerber durch und erzielte mehr als 50% der Stimmen. Auf Platz 2 der Landratswahlen landete der Kandidat der AfD, auf Platz 3 der SPD-Bewerber. Brandl ist seit 15 Jahren Abgeordneter im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Dort ist er aktuell als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion aktiv. Dieses Amt legt er nun allerdings für seine neue Position nieder. Über den Wahlsieg und die Pläne für den Kreis Germersheim hat meine Kollegin Katharina Walter mit dem neuen Landrat gesprochen. Herr Brandl, Sie sind der neue Landrat und das gewählt im ersten Wahlgang. Das kann man schon auch ein bisschen feiern, oder? Ja, das habe ich auch gemacht. Sonntagabend war ziemlich nervenaufreibend, weil bis vor den letzten 2 Wahlbezirken lag ich bei 49,8 und hätte in der Stichwahl gemusst. Und dann kam eben das notwendige Quäntchen Glück dazu und es sprang dann tatsächlich noch um auf 50,003. 24 Stimmen mehr als die absolute Mehrheit und von daher waren wir sehr glücklich und haben dann auch lang gefeiert. Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie den Job als Landrat als Traumjob. Warum? Ja, ich bin ein Kind meines Landkreises, bin dort geboren, bin dort aufgewachsen, habe meinen Wehrdienst dort gemacht, bin politisch schon aktiv, seit ich 18 bin. Und diese Chance jetzt zu ergreifen, tatsächlich für meine Heimat, für meinen Landkreis Verantwortung zu tragen, Entscheidungen mitzutreffen und die Rahmenbedingungen zu gestalten. Das ist tatsächlich das, was mich auch herausgefordert hat und wofür ich jetzt viel Leidenschaft mitbringe. Und deshalb freut es mich sehr, dass eben das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler auch so groß war, mich gleich im ersten Wahlgang zu wählen. Ihre Themen sind Heimat, eine wirtschaftliche Basis und eine Erneuerung des Bildungssystems. Wo und vor allem, wie wollen Sie denn zuerst anpacken? Die Themen, die habe ich natürlich insbesondere als Abgeordneter in Rheinland-Pfalz begleitet. Das waren meine Themen als wirtschaftspolitischer Sprecher und im Bildungsausschuss. Und da habe ich sicherlich auch meine Schwerpunkte, aber als Landrat muss man schon darauf schauen, wofür man zuständig ist. Und da geht es in erster Linie darum, eine zukunftsfähige Verwaltung entsprechend aufzubauen. Das heißt, wir brauchen eine moderne Verwaltung, mehr Digitalisierung, vielleicht auch unter dem Nutzen von künstlicher Intelligenz wollen wir unsere Verwaltungsprozesse effizienter gestalten. Das ist mit Sicherheit eine ganz zentrale Herausforderung. Der zweite Punkt, den wir im Landkreis zwar nicht originär als Aufgabe haben, aber uns wirklich prioritär darum kümmern müssen, ist die Ausstattung mit Hausärzten und mit Fachärzten. Der Hausärztemangel ist eben verschuldet durch die Nichtausbildung von genügend Medizinern in den Ländern. Aber wir Kommunen müssen uns einfach darum bemühen, die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass eben auch Mediziner zu uns vor Ort kommen. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und als dritten Punkt habe ich auf meiner Agenda das Thema Sicherheit und Ordnung. Wir wollen eben durch die Verstärkung der Blaulichtfamilie im Bereich kommunaler Vollzugsdienst eben mehr Sicherheit und Ordnung auch in den Landkreis bringen. Und das sind so die 3 großen Schwerpunktthemen, die mich auf jeden Fall in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Vielerorts ist die AfD auch unter den 3 stärksten Parteien vertreten. Wie sehen Sie denn im Südwesten den hohen Stimmanteil der Partei? Ja, es ist ja entlang der gesamten Rheinschiene tatsächlich so gewesen, dass es starke Ergebnisse für die AfD gab. Das muss man alles auch entsprechend ernst nehmen. Es gibt einfach auch eine hohe Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. Das alles ist nicht gerade förderlich, um hier die AfD-Zuwächse eindämmen zu können. Wir müssen einfach auch zeigen, dass Politik nicht nur redet und irgendwelche Ankündigungen macht, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung geht. Gerade als Landrat ist man eben Teil der Exekutive und muss eben dann auch schauen, wie man gewisse Dinge umgesetzt bekommt. Leider mit den Rahmenbedingungen, die Land und Bund uns manchmal vorgeben. Da kann man nicht ganz so pragmatisch sein, wie man sich manchmal das auch wünschen würde. Aber das ist, sehe ich jetzt meine Aufgabe, eben auch bei mir im Landkreis zu zeigen, dass pragmatische Politik funktioniert, dass man auch handeln kann und dass man Dinge auch umgesetzt bekommt. Und das wird eine Herausforderung werden.
Ihr Vorgänger Fritz Brechtel hat ja nach 23 Jahren Amtszeit den Stift niedergelegt. Wie groß sind denn die Fußstapfen, in die Sie treten? Ja, das sind riesige Fußstapfen, die ich hier habe. Fritz Brechtel war nicht nur 23 Jahre Landrat, sondern davor auch nochmal 10 Jahre Beigeordneter im Landkreis. Er hat wirklich wie kaum ein anderer diesen Landkreis politisch geprägt in den letzten Jahrzehnten. Und das ist schon bemerkenswert. Er ist übrigens auch das zeigt die Wertschätzung auch nochmal in der Bevölkerung für unseren noch amtierenden Landrat, von Platz 46 der Kreistagsliste der CDU auf Platz 3 gewählt worden. Also hat da auch nochmal ein bärenstarkes Ergebnis eingefahren. Und das freut mich sehr für ihn. Das ist auch wirklich verdienter Lohn für eine richtig gute Arbeit. Aber er wird auch noch bis zum 30.11. Landrat sein. Das heißt, mein Amtsantritt ist dann auch erst zum 1.12. So schnell geht's noch gar nicht. Also es ist fast noch ein halbes Jahr hin. Herr Brandl, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Sehr gern, herzlichen Dank für Ihr Interesse.